Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tabellenmaster. Ihr seht schon, anscheinend hat es ein neues Update gegeben. Hallo zusammen, in den neuesten Update von Tabellenmaster wurde die Wirtschaft angepasst. Darum solltet ihr die Preise eurer Getränke und Löhne der Angestellten überprüfen. Viel Erfolg. Ja, bin ich ja gespannt, was sich da jetzt alles geändert hat, weil auf das habe ich überhaupt nicht spekuliert. Dass es eventuell mal ein neues Update gibt. Und? Ich möchte mal Danke sagen. Danke an euch. Danke an Player Sam. Danke an Bastian Huber. An die Sonja. An den Noob. An Teddy. An Yard191. Sandler Felix und an Schmitz Johannes. Dass ihr es immer so fleißig kommentiert, das freut uns echt narrisch. Zwickst euch dermas. Zwickst euch dermas weiter. Das macht so einen Spaß. Jedes Mal wieder einen neuen Kommentar zum Lesen. Ob es nur wie von The Noob öfters einmal ein Daumen oder von Player Sam ein Daumen oder von dir, von der Sonja ein paar Wörter, das freut uns narrisch. Das sind die Beweggründe, warum man sowas tut. Wir sind noch klar, wir sind noch ziemlich klar. Wir haben ein ganz kleines Licht am Horizont gegenüber von anderen Let's Player. Aber man darf ja träumen. Man soll träumen. Und das ist schon super. So wie es uns unterstützen jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's weiter. Ich hoffe, ich kann noch Nips. Viel Spaß. Vielen Spaß. Ja. Es befindet sich kein Feuerlöscher auf Etage 1. Schauen wir mal. Wo gibt's denn den Feuerlöscher? Oh, gibt's viele neue Sachen. Lichter. Gibt's nichts Neues. Specials. Kostenlos. 1 von 1. Endlich schaffe ich es auch mal dazu, dass ich aufnehme. Das ist schon lang her. Ja, das ist schon schön recht und gut, aber völlig. Oh! Etage 1. Ganz neu. Hohe Priorität. Ich glaube, das war damals ein bisschen übersichtiger, kann das sein? Anheuern. Den haben wir noch nicht. Warum sollten wir anheuern? Warum steht da Ausrufezeichen? Zwecks anheuern. Kellnerin, Küche. Barkeeper. Also mit einem neuen Update habe ich jetzt nicht gerechnet. Bin ein bisschen überfordert. Es gibt ein moderates Feuerrisiko auf Etage 1. Ja, aber wo ist denn der? Wo ist denn der Feuerlöscher? Sind Teppiche? Tische. Sitzplätze. Decoration. Dekoration wird es bestimmt nicht sein. Kein Feuerlöscher. Was ist das? Ah, Feuerlöscher. Bauen wir aber sofort. Das bauen wir aber sofort am Feuerlöscher. Gibt's jetzt. Wo muss man die hinbauen? Ein Umkreis, so wie es ausschaut, haben wir den nicht. Bauen wir da her. Kapazität. Setzen wir mal zwei Feuerlöscher her. Natürlich. Sehr moderne Feuerlöscher. Na, nächsten Tag beginnen. Kommt herein. Oh ja, Käse. Erfolgschance. Wie viel haben wir frei? Verfügbare Abenteuer. Schauen wir erst einmal. Bevor es so weitergeht, wie es so in der Küche ausschaut. Das ist voll. Käse. 45. 42. Das ist fast voll.
Aber Erdbeeren kann man mal wieder brauchen. Pilze. Erdbeeren, schicken wir mal 3 zur Erdbeersuche und Pilze für. Pilze haben wir wahrscheinlich noch überhaupt keine. 0 und 0, ja, das haben wir gedacht. Gehen wir mal ein paar Schwammerl holen. 100%. Schicken wir los. Verzeihung bitte. Wie ist es? Ja, 1500 kostet es. Das können wir uns nicht. Eine Veranstaltung haben wir auch noch. Haben wir den Budget für eine Veranstaltung? Ein Arbeitsjubiläum. Erdbeerkuchen. Wasserbier und Ale. Wasserbier und Ale. Wasserbier, Ale. Haben wir nur. Schaut eigentlich ganz gut aus. Bedienungen haben wir wegen Kante. Kann das sein? Ein Tier? Haben wir da schon ein Tier eingebaut? Ah, die macht glaube ich nur Essen. Getränke überhaupt nicht, nur Essen. Die macht Getränke. Gehen wir denn, was haben wir denn schon wieder geschafft? Ja, noch nichts. Bände eine beliebige Forschung. Bediene mehr als 120 Kunden am Tag. Das kann man vielleicht schaffen heute. Kaufe eine beliebige Menge. 100 Mal müssen wir Zutaten kaufen. Hm. Der Erdbeerkuchen ist aufgestiegen, das ist auch mal nicht schlecht. Du kannst ruhig ein bisschen schneller sein. Erste Etage. Getränke, Reinigung, Essen. Getränke drin. Hauptgang, Nachspeise. Nachspeise. Warum macht der keinen Hauptgang nicht? Weil er wahrscheinlich noch nicht kann. Genau. Na oben. Warum? Lichtquellengesamt. Schlechtes Wachs und Öl. Okay. Ein Feuer. 48,7 Chance pro Woche eines Feuers. Schlechter Wachs und Öl pro Tag. Sehr gutes Wachs. Nehmen wir sehr gutes Wachs. Geld haben wir ja dafür. Hauptsache das Wachs passt. Was haben wir da? Zweiköpfige Band, eine dreiköpfige Band. Kann man uns den mal leisten. Kostet eigentlich nur 50 Gold am Tag mehr. Und dafür warten die Gäste 10 Sekunden länger. Für den nächsten Tag. Hören wir es einmal aus. Bis so eine Action reinkommt. Kommt es zusammen da hinten? Geschwindigkeit nicht tragen, Geschwindigkeit tragend. Bedienung, hä? Ein paar Bedienungen mehr. Schauen wir mal, ob wir noch 2 Bedienungen anheuern. Kellnerinnen. 3 Getränke, 5 trägt 5 Getränke. Die trägt jetzt schon 5 Getränke. Geschwindigkeit Treppen steigen. Nicht tragend, also die eigentlich schon ziemlich gut tragend. 2,8, 2,6 Meter, 2,8 Meter in der Sekunde. Nehmen wir die da.
stell mir die Löwe ein. Wie schaust du aus? Löwe, ganz gut. Guck mal, so ein bisschen schnell vorlaufen. Ja, jetzt gefällt es mir. Ich sehe schon wieder weniger. Die hat es noch oben noch nicht. Jetzt hat er es gekriegt. Und Preise von den Getränken. Wow, langsam. Preise ändern. Auffüllen kostet 1, kostet 6. Reduzieren. Erhöhen. Auffüllen, Verkauf. Wenn wir in einem Ereignis sind. Jetzt ist es aber schon vorbei. Gekauft. Forschung war. Wo war die Forschung? Nein, das war nicht die Forschung. Das ist doch vorher null gestanden. Wo ist die Forschung nochmal? Da haben wir vorher schon drauf geklickt. Da wo Forschung steht, ist Forschung drin. Mehr Pflanzen. Neue Etage. Das machen wir auf alle Fälle. Muss man jetzt mehr Pflanzen noch dazu lernen? Küchendeko. Nehmen wir mal das noch. Neue Etage. Für die Suppe. Küchenutensilien. Naja. Da ist auch fast alles hier drin. Wie schaut es da bei denen aus? Erfolgschance, kein verfügbar. Okay, nächsten Tag beginnen. Thomas gerückt. Deine Abenteuer waren erfolgreich, aber es ist nicht genug Platz für alle Zutaten. Möchtest du die maximale mögliche Anzahl erhalten und den Rest wegwerfen? Wie viel haben wir gerückt? Jetzt kostet es nicht wirklich schlimm. Naja, gehen wir. Dann schiebt man es aber gleich wieder weg aufs Schwammerl, weil wenn das der Käse eh voll ist. Hauptsache, wir haben es einmal. Schaut es mit den Bohnen aus, Walnuss, Erdbeer, Käse, Pilze, grüne Erbsen. Holen wir uns mal ein paar grüne Erbsen. Das sind nur 4. Für 4 Erbsen braucht man 4 Abenteurer. Na dann. Hoffentlich können sie es. Ja, jetzt ist die Frage, was wir da noch einer drin. Macht man die Stumm größer, indem dass wir die Schenk da oben setzen? Wenn wir die Schenk um 2 da umsetzen, hätten wir da um 1 Platz, weil wir brauchen mal 1 für einen Treppenaufgang. Was ist denn auf der. Oh, eine lange Tafel. Oh. Was gibt's Neues an Dekorationen? Bestimmt ein Haferbeutel. Lichter. Passt eigentlich Neues, seht ihr die Song. Da haben wir noch einen Platz, da haben wir noch einen Platz und da haben wir noch einen Platz für Bedienung. Da haben wir noch einen Platz für, da haben wir noch einen Platz für den Koch. Was ist das?
Ah, okay. Pöllösche werfen. Genau. Werden von deinen Angestellten im Brandfall verwendet. Dann sitzt man noch. Ist bestimmt mit dem Weg verbunden. Sitzt man da noch einen her, oder? Aber genau vom Fenster, wie schaut das aus? Hast du da her? Na? So passt sie, aber du bist in der Wand verschwunden, das mag ich auch nicht. Jetzt musst du noch her. Ja, genau. Und für die Küche, was gibt's da noch? Haben wir alles. Und das haben wir noch weit weg. An alle Sachen. Was brauchst du? Was wachst du? Warum wartest du schon so lang? Oh, 6, 6, 6, 6. Warum gehen die? Was hat man denn das jetzt noch? Weiß nicht. Menükarten ist auch nicht. Wo hat man denn das gesehen? Ja, rum und glaube ich. Verärgerte Kunden. Zu lange gewartet, hat eine Hand gehoben, um Essen zu bestellen. Kunde ging verärgert, weil er länger als 410 Sekunden gewartet hat. Brauche ich etwa noch ein paar fürs Essen? Kellnerin. Level 8, Level 8, Level 8. Getränke drin. Brauche ich so cool Getränke? Brauche eigentlich ohne 4. Essen. Medlin. Medlin, wo ist denn Medlin? Da ist. Macht keine Getränke, keine Reinigung, nur Essen. Nicht auf Feuern drücken, wie immer. Dann stellen wir noch eine Ei für Getränke. Wahrscheinlich war das eh, Medlin ist die Beste. Kleiner. 3,4, 3,6, 3,4. Erhält 5 Trinkgeld für jedes serviertes Essen. Die Lana macht jetzt dort kein Essen, kein Hotel, Reinigung, nicht feuern. Gehen wir gleich schon, weil sie verärgert sind, weil sie es nicht kriegen. Da geht demnächst wieder jemand. Ja, das hat sich gerade noch gekriegt quasi. Auf den Tisch bitte schau. Da ist wieder einer. Und auch wieder gekriegt. Jetzt können wir wahrscheinlich unsere Köchin im Hinterher. Menü, was haben wir da schon wieder? Steak. Für die Abenteuer ist eh noch keiner zurück. Ja, Johnny ohne Haar. Johnny ohne Haar ist aufgestiegen. Für Dessert haben wir ja den anderen, oder? Nachspeisen, genau. Kann der noch die Suppen machen? Fangen wir da mal da die Suppen zum Lernen. Da haben wir noch alles. Den wir da noch alles auffüllen. 600. 300 und die Milch 150. Na gut, jetzt haben wir alles aufgefüllt. Käufe, Gehälter, Wachs, Öl, Abenteuer, Musik. Oh ja. Aber wie ist es? Kriegt man normalerweise
Aber da kriegen wir auch nicht mehr, um viel mehr rein, oder? Wenn wir den kriegen wir 3 Tische mehr rein, wenn wir den da umrutschen. Kriegen wir 3 mehr rein. Ja, mal einfach mal. Bin nicht mehr so frei. Dieser Gegenstand überschneidet. Jetzt sind wir einfach mal so frei. Wenn man es nicht probiert, kann man es nicht wissen. Ein paar Platz braucht man mehr. Machen wir da. Und wir diese Wand. Und Struktur. Und wir die Ecknummer. Geht schnell mit um. Genau. Dankeschön. Machen wir da noch komplett zu. Bauen eine Wand. Die gefällt mir einfach tausendmal besser. Bauen. Kommt die Wand weg, die, die und die. Der ist da gestanden. Der ist da gestanden. Der Superfeuerlöscher da. Schmarrn. Der muss da her. Da braucht man nochmal ein Vent für Treppen rauf. Sonst haben wir da das Problem, dass wir da wieder nicht rauf können. Schaut mal, ich hoffe mal, dass die Treppen so breit sein muss. Brauchen wir da nochmal ein Licht? Brauchen wir da wahrscheinlich noch ein Licht herin? Dann Tische. Da haben wir. Die da. Da noch einen Platz und da noch einen Platz. Da keinen Platz. Da hat noch einen Platz. Da hat er so um noch einen. Schau her, wenn wir den so hier sitzen. Das ist nicht ein wenig zu eng zusammengewürfelt. Fickst du Beschneider? Überschneid schon mit der Deko. Setzen wir die noch weiter zurück. Geht das dann? Ja, jetzt geht's. Vier, acht, zwölf. Wir haben nochmal 16 Leute mehr rein, oder? Bequem schaut es eigentlich auch aus. Oder? Jo, jo. Der Schossung. Und jetzt soll ich sagen, bis zur nächsten Folge. Hoffentlich hat es euch gefallen. Man sieht sich in der nächsten. Tschüss, ciao.